Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind gerade mitten im Kampf gegen die Chimeriade, also die Spezialeinheit von Gaius, den König von Ojul oder Rushogul. Ich verwechsel die beiden immer und ja, sieht ein bisschen gut aus hier im Moment. Und ja, er jongliert hier. Warte mal. Haha. Ja, verdammt. Wir brauchen TP. Diese hier. Nein! Was machst du denn da? Ey, ich komme gar nicht mehr was zu machen. Na, warte. Kriege ich die noch? Irgendwie nicht. Doch. Mach ich doch mal wieder hier. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Na, warte du. Ah. Kriegst du zurück. Und oh, was so? Ach, da ist die Arcana von ihm. Warum konntest du die nicht? Ah, was, lass mich doch in Ruhe. Nein, stimmt, ich habe verdammt. Ach, mit Kreis habe ich die jetzt. Zack. Leider kratzt sich am Bart. So, bleibt mal schön weg. Hey, wer kann hier Magie einsetzen? Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Und tschüss. So, ich. Das klappt irgendwie nicht so. Du bist jetzt tot. Oder auch nicht. Aua, aua. Ja, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, jetzt ihn wieder zu beleben. Ja, weil einer ist kaputt. So, es ist nur der Super Saiyan übrig. Nix da. Na, warte. Na, warte. Dich krieg ich. Du kleiner. Jawohl. Boah. Wo ist Leia? Egal. Das ist mein ganzes Level ab. Bis auf Elvin. Weil er ist ein Verräter, er kriegt keine. Mann, das war übel. Was sagt denn über unsere Charaktere aus, wenn wir jetzt schon die Typen fertig machen können? Wir sind noch unbesiegbar. Where is your booster? Right here. You are willing to go that far to serve Gaius? Sorry. I'm not interested in any last words. Hey. Alvin, the battle's over. Fine. I'll let her go, if you insist. Die haben aber bestimmt nicht zum letzten Mal bekämpft. Your life, huh? I'd watch your back around him. He's just playing with you now. And someday, he'll throw you away. I'd like to think Alvin knows how I feel. I have to know. Why do you seem to care so much about me? Speak up, big guy! Why won't you tell me? Ich bin dein Vater. Hey, it's okay. The Lance of Kresnik is just ahead. I know you all have a lot on your minds. But I must push onward. Gegner der Chimeriade. I'm hungry. And if you don't eat a lot, you'll
was. Na, ciao. Ihr lebt noch. Ich sehe, hat euer Verfluchtsglück nicht abgenommen. Wegen Gott, der Himmel sieht euch nach wie vor wohl lieber lebendig. Achso. Wollte schon sagen. Ihr könnt seine Majestät nicht so einfach aufhalten wie uns. Seine Majestät steht über uns allen und schon bald werdet ihr wissen, warum. Ja, ich gehe jetzt erstmal speichern. Und werde das mal aufleveln, nehme ich mal an. Ja. Mein Gott. Aber das, die ganzen Leute natürlich hier wieder zufällig irgendwas mit den Hauptcharakteren zu tun haben. Auch wie in Tales of the Abyss. Die dunkle Besucher. Die sechs Gott-Generäle. Genau, immer zufällig irgendwas mit den Hauptcharakteren zu schaffen. Also jeder hatte irgendwie was mit dem Hauptcharakter zu schaffen. Ich habe mich jetzt wiederholt. Ja, keine Ahnung. Joe hat was mit Elise zu schaffen. Elvin mit Pressa. Die einzigen, die nicht mit denen verbunden sind, sind Jude und Mila. Weil die wahrscheinlich die Hauptcharaktere sind. Nehme ich an. So. Was haben wir hier noch? Nein. Aber ganz zufällig, ne? Agria hat auch irgendwie was mit. Scheint irgendwie in Verbindung mit Leia zu stehen. Immer so ganz zufällig. Dass sich die Hauptcharaktere, die sich zusammengeschlossen haben, mit den Bösewichten, die sich ebenfalls zusammengeschlossen haben, immer irgendwas gemein haben. Das sind komische Zufälle, ne? So. Ich level hier einfach irgendwas hier so auf gut Glück. Nur so ein Schritt bei einem anderen schnellen Schritten werden keine AZ brauchen. Ah, okay. Ach, wenn man so ein Freak hier so wie so ein Freak auf die Gegner durch zu düst, sag ich mal. Das sieht aber voll gruselig aus. Wieso soll ich das machen? So, jetzt ist hier ein, ich guck gar nicht drauf, was ich hier bekomme oder so. Fertigkeitspunkte. Im Moment brauche ich Fertigkeitspunkte, weil wir haben so viele Dinger. Brauche ich im Moment. Und ich weiß nicht, das reicht noch. Göttlicher Streif. So. Sollte mal jemand anderen hier nach vorne ballern. Leia oder Roan. Keine Ahnung. Fertigkeiten. Ja, mach mal so. Warte mal, noch Gesundheitslauf, ah, nee. So irgendwie blöd. KP gewinnen. Steigen mit deinen Kombos um 1% plus 5 Treffer. Geist hier. So. Wirklichkeit. Der ist ja so eigentlich schon verdammt schnell, wenn man so einen Kampf beobachtet. So wie ich. Ich backe alles. Wenn keine TP. Boah. Was soll das? Lieber was anderes, keine Ahnung. Hier. Ich weiß nicht, ob das sich per Charakter stackt oder so, oder je nachdem, ob man diesen Charakter gerade steuert oder was weiß ich. Sie hat nichts Neues gelernt, ne? Sie hat sogar kein Level Up, oder? Doch hat sie, weiß nicht. Ihre Geschicklichkeit. Wow. Also, er hat ja verdammt viel. So, du brauchst mehr Beweglichkeit, weil, ja, du bist voll lahm im Kampf. Was noch? Weil sein doch der magische Krankheit. Ja. Dafür müsste man die Gegner auch normal angreifen können. So, du bist hier der Magie-Tank, sag ich mal. Ach nee, egal. So, speichern. So, ich hoffe. Nee, ich hoffe doch, dass irgendwas passiert. Was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Ich habe immer noch den heiligen Trank-Effekt. Wieso haben die Chimerianen dann gesehen? Ich hatte den heiligen Trank doch aufrecht. Wieso kam es zum Kampf? Was soll denn das?
voll gescheatet, was die da gemacht haben. So, es kommt wahrscheinlich noch Gaius, den müssen wir auch noch im Hintern treten, oder? Wäre ja noch schöner. Ja, das sieht schon mal sehr einladend aus. Oh Gott, da hinten ist er ja wirklich, Mann. Ah, ich will nicht. Gaius. So, you defeated the Chimeriad. I cannot say I'm surprised you came to the battlefield yourself. Of course. It is my path. Answer me. Why do you want the Lance of Kresnik? With it, I will protect the people of this world. I shall gather all such sources of power and place them under my safe control. There is a fine line between protection and domination. The Lance will become the bane of the very people you seek to protect. This path of yours will lead to ruin. Preposterous. I will never falter as long as I have this will to guide the weak. Yet, you have overlooked one crucial fact. And that is? Despite your power and that will of yours, someday you will die. Then what? Can you guarantee that whomever inherits the Lance will share your vision and your will? Eventually, those who follow will succumb to the Lance's unfathomable power. They will destroy your legacy and themselves. It's just human nature. Your history proves this. Then I will chart a new path for history. In the end, you too show yourself to be human. Of course. And it's because I'm human that I yearn for a united Risa Maxia. But I suppose you see it as only greed and ambition. Gaius, for the last time, I will not give you the Lance. Will you stand down? Oh God. Never. I thought you might understand, but regardless, the Lance of Kresnik must be destroyed. Yes, for the sake of future generations. We need to end this here and now. Yes, we can't stop now. We'll stand by Mila. I think you know what happens next. We will prevail. Show me your resolve. Ui. Aber um ihn würde ich mal sagen, kümmern wir uns dann im nächsten Part, weil das passt hier gerade so perfekt. Und die Musik schon mal sehr episch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage...